Nee. Sie haben zwar gesagt, du kannst hier mitmachen, wenn du willst, aber ich habe gesagt, nö, ich will lieber Kameramann spielen und das Ganze aufnehmen. Für RTL? RTL, genau. Oh ja. Wenn, dann lieber für RTL 2. Ja, würde ich auch sagen. Die lästern nicht so viel über Let's Play. Ja, ne? War ja ein Ding, hey. Aber naja, ich glaube, das haben sie mittlerweile gepeilt, dass sie das nicht machen dürfen, dass sie da viele... Na, sie wurden ja auch, laut meiner Information, durften sie dieses Jahr nicht mal auf die Games kommen. Ach so, nicht? Hab gerade abgehustet, deswegen kurz Mikro gemutet. Hust, hust. Das mute ich ja meist raus, wenn ich merke, es schleicht sich ein Huster an. Okay. Nein! LOL, was soll das? Nein! Ja, das passt nicht, was du machst. Das passt da nicht. Ja, stimmt wirklich irgendwie. Moment. So. Ja, so geht das nicht, so geht das nicht. So geht das nicht, so geht das nicht. Hier, dann wieder hier und hier, dann wieder hier und... Bin ich doof? Das soll nur ein Durchgang sein, weil im Moment hier, der Durchgang ist ein bisschen fett, wie ich finde. Wirklich? Was ist hier das Problem? Zumindest sieht so aus, dass das eigentliche Haus hier, das ist ja dann schmaler wie der Durchgang, oder? Moment. Das ist meine Bauweise. Lass mich! Oder wir machen dann hier das Haus so breiter, zum Beispiel bis hier. Genau, dass hier dann der Raum größer ist. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich habe was anderes vor. Okay. Aber du kannst gerne dabei eine Art Terrasse bauen, wenn du willst. Auf der anderen Seite, oh Gott, ich bin noch so schlecht in Terrassen bauen. Ja, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Wie baut man denn Terrassen? Ich weiß auch nicht. Zumal hier... Ich weiß nicht, ich lasse dann dich die Terrasse auch mal bauen. Ich guck da lieber mal zu hier. Okay. Weil ich weiß jetzt gar nicht, ob die dann... Ich baue halt doch in einem bisschen anderen Stil wie du. Ich glaube, das passt da nicht so richtig hin. Okay. Baue zum Beispiel auch nicht mit schwarzer Wolle. Ja, ich im Normalfall auch nicht, weil ich nichts habe. Aber jetzt habe ich sie ja, ne? Heieiei. Bin ich ja gespannt hier. Direkt vor Denos Schiff. Ich guck mal, wie die Aussicht von Denos Schiff aussieht. Ah, da oben steht was. Da steht ein Gebilde. Da entsteht irgendwas. Ein Gebäude, ein schwarzes. Das ist bestimmt das Haus des Endermans. Der wohnt hier drin. Ja. Ja, der wohnt da drin. Das ist Endermanhausen. Ein Haus ist Endermanhausen. Ja, Endermans Haus. Ah, da kommt noch eine Säule ran. Aber wenn man so durchläuft, das wirkt schon bedrängend mit dem Texture Pack, was ich habe. Ich weiß nicht, hast du auch Herr Sommer Texture Pack? Ja, klar, extra. Ah, okay, extra für die Aufnahme. Ja. Weil schwarz macht natürlich Räume klein, ne? So eine Farbe, die Räume klein macht. Ich kann auch gerne weiß nehmen. Schwarz und weiß sind ja auch keine Farben. Stimmt. Sagt man sich so, ich weiß nicht. Für mich sind es Farben. Sind Kontraste. Kontrastfarben. Richtig, ja. Hast du vollkommen recht. Theoretisch kann ich auch... Ja? Bricks benutzen. Bricks. Der Durchgang bleibt schwarz und das Haus wird in Bricks gebaut hier. Ja. Doch. Probieren wir mal. Da kann ich aber zumindest schon mal hier hinten helfen und die schwarze Wolle durch Bricks ersetzen. Und mal das Ganze von außen angucken, wie das da aussieht. Perfektion pur muss natürlich sein. Das ist Pflichtvoraussetzung hier. Haha, hab ich verloren. Und ich muss dich auch noch überzeugen, ey. Wie überzeugen? Naja. Dem Bauwerk. Ja, genau, damit ich auch weiterbauen kann, auch ohne Aufnahmen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Na, das sieht doch cool aus. So, aus Bricks haben wir auch noch kein Haus so direkt. Wir haben zwar immer für Dächer Bricks benutzt, aber so ein Haus noch nicht speziell. Mein aber Haus ist nicht nur am See, sondern auch aus Bricks. Ah, das ist aber ein bisschen schmal, wie ich finde, oder? Da kann man ja nichts reinbauen. Nee, also ich habe ja was ganz Spezielles vor.
Okay. Okay, ich bin gespannt. Wird das Haus dann oben dicker? Ja, ja. Ah, okay. Ah, da bin ich mal gespannt, da bin ich mal gespannt, du. Wie Flitzbogen hier. Ich versuche vielleicht dann doch schon mal die Terrasse irgendwie was zu machen. Soll da hier auch noch ein Häuschen dran oder was? Oder wie? Nee, ganz normale Terrasse. So, also, dass man das Schiff aber sehr gut sehen kann. So, dass man das Schiff sehr gut sehen kann. Das zweite. Nicht den das. Den das Schiff sieht man sowieso und... Ja. Das klang gerade wie das die Scheiße aus. Oh, nein, nein. Dena, wenn du das siehst, nee. Nein. Kein Problem, Felix. Kannst mich ja irgendwann anders mal schlagen, wieder so in Bed Rush oder so. Wie schneidest du da eigentlich immer ab auf solchen Hunger Game Maps? Als Sieger oder eher in der Regel als Verlierer? Also eigentlich beides. Zum gleichen, ja. Also ich meine, das Ziel ist natürlich am Anfang immer an eine dieser begehrten mittleren Kisten zu kommen, aber ich glaube, da würde ich lieber gleich die Flucht ergreifen, weil ich das sowieso nie schaffen würde. Ich glaube, da gibt es auch einige, die haben auch so einen Sprint-Mod schon irgendwie drin, oder? Nee, also darf man nicht normalerweise, denke ich. Ich weiß es nicht. Also da gibt es so Leute, die haben so einen Sprint-Mod, da können sie auf der Stelle sprinten und sobald diese Öffnung da eben weg ist, sprinten die los und erhaschen sich so eine Kiste. Zumindest war es beim Nitrado-Hunger-Games so. Okay. Da hieß es eben, ja, okay, macht nix, war erlaubt. Aha, okay. Komisch. Ja, ganz komisch aber. Wobei ja auch oftmals Krüppchenbildung dann ist. Und viele zusammen irgendwas machen. Oh, aus was für eigenartigem Material baust denn du denn aus? Naja, wenn ich schon mal Game-Mode habe, kann ich ja alles benutzen hier. Das geht gar nicht. Ja, aber Netherbrick, das brennt doch. Wenn der Blitz einschlägt. Junge. Das geht gar nicht. Gut, die Terrasse. Ja, wir haben hier irgendwie zu viel Platz für eine Terrasse. Zu viel? Zu viel. Zu viel kann man nie haben. Nie. Auf einer Terrasse schon. Nee, gar nicht. Die Terrasse kannst du ruhig größer machen. Nee. Mensch. Gut, probieren wir es mal irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich die Terrasse gestalte. Mensch, Markus. Mensch. Geht doch nicht. Da ist schon mal so breit hier. Aber, das ist ein Mysterium. Weil ich will ja nicht die komplette Fläche hier aus Terrasse machen. Das wäre ja auch ein bisschen zu... übertrieben dann. Das passt dann gar nicht. Ich hab noch was ganz... ich hab noch was ganz Gutes gerade. Danke, dass du weitergebaut hast. Und zwar, ich bin ja eher so ein Symmetriefreak. Das heißt, hier muss dann auch noch was ran. Ja, aber man muss halt beachten wegen Platz. Und wenn die Terrasse noch hier weitergehen soll, oder... Ne, Moment, ich hab da eine sehr gute Idee. Mal wegzimmern. Schwupps. Ach ja, mein Lieblingsmaterial, Holz. Ach ja. Sehr schön. So, Moment, dann muss ich... 1, 2, 3, 4... Na komm, danke. Ah. Dann das. Die andere Seite natürlich auch noch. Hallo. Hallo. Ich bin mit der Unbekannt. Hallo. Hört mich, Kermann? Mayday. Schiffchen. Ja, wie viel Zeit investierst du eigentlich so im Moment auf YouTube? Wie bist du noch relativ unausgelastet oder sagst du, ja, so langsam mutiert es schon zur Arbeit? Also Arbeit würde ich das nicht nennen, aber ich gebe mehr für YouTube aus als für meine Freizeit. Aha, okay. Irgendwie will die Map nicht laden. Also ich muss ehrlich sagen, manchmal denke ich mir schon, Alter, wow, was für Aufnahmen. Und manchmal denke ich mir, boah, hätte man ruhig länger aufnehmen können. Ah, okay. Also, ach so, ja, verstehe. Ja, wenn der Festplatten-Speicherplatz da nicht wäre, ne? Zum Beispiel. Natürlich viel einschränken. Natürlich, wie viel Platz hast du so zur Verfügung für Aufnahmen? Hast nur du ein Terabyte. Eine externe Terabyte, oder wie? Ja, nur eine. Oh, da musst du aufrüsten. Ja, ne? Junge. Geht aber gerade gar nicht. Junge! Also ich hatte bis vor kurzem ja auch nur ein Terabyte. Im Moment sind es zwei. Da
die eine Festplatte hat ja jetzt eine SSD abgelöst und wo die ganzen Programme draufkommen, somit hatte ich eine Terabyte wieder frei. Okay. Schön 2 Terabyte nutzen. Ich hoffe, ich baue hier jetzt keinen Schrott rein in die Map, ey. Das geht gar nicht. Ja, also das Gebäude hier, Leute, danach wird ein Backup eingespielt. Genau, ja. Mach das ruhig. Sag's auch noch gleich, während ich da bin, ey. Das geht gar nicht. Man muss ja fair bleiben. Man muss den Leuten ja nicht ins Gesicht lügen, sondern ins Gesicht die Wahrheit sagen. Hey, was tust du denn da? Ich hab das extra abgebaut. Ach, wieso denn? Was machst denn du da? Swimmingpool? Nee. Nee? Aber das ist ja jetzt keine Terrasse hier. Wo hast denn du jetzt hier die Aussicht zu denen? Ja, ich hab grad eine gute Idee. Ah, okay, das wird jetzt hier extra Haus, oder wie? Die kommen immer spontan, die Ideen. Ach so, das wird jetzt so... Die kommen und Keller-Eingang gehen. Kellereingang wahrscheinlich. Die kommen und gehen, die Ideen. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir genug Berg drunter haben. Ja, sieht doch gut aus, da kann man schon was drunter hauen. Oh, so, aber wenn dann, wenn du jetzt das auch als Gebäude machst, ach, du willst dann wahrscheinlich oben drauf die Terrasse machen, richtig, ne? Richtig, genau. Da habe ich mir jetzt dann einfach gedacht, ist halt ein bisschen besser, als wenn man nur so eine flache Fläche haben. Ja, gutes Deutsch, flache Fläche. Aber, ja, ich weiß nicht. Das ist natürlich richtig. Dann ist das natürlich richtig. Oh, hier fehlt noch was. Hier sind also ich meine, wenn dir mein Baustil nicht gefällt, sag's einfach. Ja, dann baue ich anders hier. Das ist. Nein, ich helfe doch schon beim Bauen nebenbei. Bisschen einfach, wir bauen was zusammen und das, was gebaut wird, sieht gut so aus. Da hätte ich ja auch andere Sachen schon wegmachen müssen, nicht wahr? Womit wir wieder bei dem Thema wären. Diese eine gewisse Sache. Also ich möchte das jetzt nicht benennen, ja? Das wäre auch ein bisschen gemein gewesen gerade. Ach was, ist da nichts gemein? Nee, okay, dann bin er nicht, das ist einfach mal... Oh, ich hätte beinahe gesagt, wessen Gebilde das war. Ja, ich weiß nicht, wie man das Gebäude nennen kann. Da kann keiner drin leben. Die Wunderkerze. Okay, er verrät's. Was für ein Verräter. Ja, aber es ist ja so gesehen, ja, man, für Weihnachten ist es schön. Also da leuchtet es schön. Ah, es hat hier gerade irgendwas gehangen und geleckert. Geleckert. Lecker hat es geleckert. Ja. Ich mache gerade noch ein bisschen was breiter. Pizzamäßig. Geleckert? Ja. Oh ja, Pizza wäre jetzt gut. Ja, gut. Aber hatte ich gestern erst. Ah, ich glaube, ich habe noch ein Stück übrig. Bestellen wir uns dann einfach, ne? Ein Stück habe ich noch von gestern übrig. Okay. Wo mittlerweile vielleicht ein bisschen Fliegenkacke drauf ist, kann man ja mit verspeisen. Ja, schmeckt sicher gut. Sehr guter Geschmacksverstärker, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Das ist. Sehe ich auch so. Ja. Nee, Fliegenkacke ist da nicht drauf. Aber wir nicht übertreiben hier. Nee, also. So. Nur Fliegen selbst sind drauf, also. Wie ist es jetzt eigentlich bei dir mit, selber Let's Plays schauen, machst du da noch groß was oder jetzt, wo du selber welche machst, hast du die Interesse weniger dafür? Also, Interesse ist definitiv wirklich 100% weniger geworden. Mhm. Anschauen tue ich zurzeit eigentlich kaum noch. Ja. Let's Plays, meiner Meinung nach irgendwie, es gibt schon zu viele. Ja, das ist wahr. Und es vermehren sich da ziemlich rasch. Es gibt immer mehr schlechte. Hört sich gemein an, aber es gibt wirklich viele schlechte neue Let's Player. Aha. Es ist ja auch so, dass viele sagen dann einfach mal, ach, ich probiere jetzt einfach mal auch Let's Plays zu machen, kann ja nicht so schwer sein. Richtig, und das ist ja keine Arbeit, nichts da, genau. Kein Geld reingesteckt, gar nichts. Das bedeutet das ja überhaupt nichts an Arbeit. Ist genau dasselbe, wenn ich jetzt das Telefon nehme und bei der Pizzeria anrufe. Ja. Ja. So ungefähr kann man das schon sehen. Eieiei. Ja, aber es gibt auch viele unentdeckte Talente, so muss man sagen. Ja, ja, klar. Ja, dass du durch dieses riesengroße Überangebot an Let's Plays, was es einfach gibt, ist natürlich auch noch mit ein Fakt. Weiß nicht. Ja, aber so kann man vielleicht den einen oder anderen natürlich noch unterstützen. Und vielleicht wird auch hier im Projekt noch der ein oder andere bekannt, sage ich mal. Natürlich. Man will ja auch ein bisschen mit unterstützend wirken.
Natürlich. Also ich kann davon noch nicht reden, ja. So klein, so groß bin ich jetzt noch nicht, ja, dass ich sagen kann, ey, ich unterstütze dich mal.